Wissenschaft heißt Veränderung. Diejenigen, die Wissenschaft heute betreiben, waren die gleichen, die glaubten, die Erde sei eine Scheibe. Ich werde beweisen, dass sie sich irren. Ich bin Pierre Curie. Sie sind Maria Sklodowska. Ich glaube, dass man Marie Curies Einfluss auf die Welt nicht überbewerten kann. Sie machte die außergewöhnlichste Entdeckung des 20. Jahrhunderts. Sie bewies, dass es zwei weitere Elemente gibt, Polonium und Radium. Sie sollten erkennen, dass das Atom missverstanden wurde und das bis heute von Ihnen allen. Ihre Leistungen sind erstaunlich. Unsere Arbeit wurde für den Nobelpreis nominiert. Sie ist die erste Frau, die einen Nobelpreis gewann und das zweimal für verschiedene Wissenschaften. Ich wuchs mit dem Mythos Madame Curie auf. Du hast die Welt verändert. Sie hat wirklich so viele andere in den Schatten gestellt. Was die Geschichte besonders interessant macht, ist ihre Persönlichkeit. Dieses brillante, manchmal recht strenge und seltsame Wesen trug so viel Gefühl und Liebe in sich, was die wenigsten gesehen haben. Ich bin sehr stolz auf dich. Sie ist zu 100% sie selbst. Bescheiden. Was auch passiert, sie bleibt Madame Curie. Sie ist eine Frau, die es einfach verdient, dass die Menschen sich an sie und ihre Leistungen erinnern. Ich habe wieder einen Nobelpreis bekommen. Ihre Entdeckungen sind eine Zierde für Frankreich, Madame. Radioaktivität ist unglaublich, die Frau selbst erstaunlich. Es war für dich als Frau sicher nicht leicht, all das zu tun, was du getan hast. Marie Curie ist eine der inspirierendsten Figuren, die ich je spielen durfte. Dies ist mein letzter Kampf. Und ich werde ihn gewinnen. Selbst heute noch ist sie eine Frau der Zukunft. Marie Curie, Elemente des Lebens, im Kino.